Gut. Ringe und so weiter gibt es eh nur im Blau. Jetzt vergleichen wir mal kurz Sagadis Zeug. Ah, der ist etwas besser. Auch wenn der hervorragend ist. Wenn ich dem noch eine Schadensart hier gebe. Was habe ich dem anderen eigentlich gegeben? Schockschaden, okay. Wenn ich dem auch Schock. Irgendwie gebe ich fast allen Sachen Schock. Oh, jetzt sind meine Türkise alle. So, wenn ich den jetzt vergleichen tue, ist der jetzt wieder besser vom Wert her. Vor allem, weil er auch Dings ist, hervorragendes. Verteidigung runter. Bereich leichter Treffer, Treffer, verursachter Zeitschaden. Genauigkeit gegen Geist und so weiter. Nö, zieh du mal den hier an. Ich glaube, der hier ist schlechter. Ja, der ist nämlich nur präzise. Also vergessen wir den mal ganz schnell. Verpartei mal die beiden hier. Geben dir Tränke der Macht. Den Schnaps zu dir. Ja. Dann sprechen wir noch schnell mit dem Hehler. Son of a moose fucker. I beg your pardon? Sorry. Kalu's always telling me to watch my language, especially around the kids. Guess I haven't had a reminder in a while. What happened? One of them heard me tell a joke about a Glamfellan youth with frostbite somewhere sensitive. Kids repeat everything. I meant just now. Jam my thumb. Nothing big. Sie hat den Daumen eingeklemmt und fängt dann an zu fluchen. Auch gut. So, da bist du ja, Freund. Ja, lass mal sehen, was du hast. So. Die sind alle genommen und die sind auch alle genommen. Ach, gib mir auch mal Smaragde und Topasse und Diamanten von mir aus. Weißt du was? Gib mir einfach alles, was du hast. Wir wiegen das dann auf. Türkise brauche ich auch. Achaten. Adra, warum nicht? Dietriche. Nehmen wir einfach alles, was du mal hast. Dann haben wir eine Zeit lang Ruhe. So, und dann geben wir dir Verzauberung absteigend. Erstmal den ganzen wertlosen Kram hier. So, dann haben wir hier gute Zepter, die weg können. Keulen, die weg können. Akebusen können weg, die Donnerbüchse kann weg. Aber machen wir mal nach Gegenstandstyp. Das ist, glaube ich, besser. So, wir haben hier gute Speere, die können weg, weil wir haben da einen gelben Speer, auch wenn der angeblich schlechter ist. Wir haben einen außergewöhnlichen Streitwagen, also können die Guten weg. Wir haben hier einen besonderen Morgenstern, also können die weg. Engvitalisches Zepter, das gebe ich mal nicht weg. Guter Streitflegel brauchen wir nicht, weil wir haben hier Gauds Anteil und den Unvergebenen. Die Streitäxte können auch weg, so wie das Stilett. Gutes Schwert kann weg. Außergewöhnliche Schwerter können auch mal weg. Außergewöhnlicher Panzerbrecher behalte ich mal. Die guten Kriegshämmer können weg. Guter Rapier kann weg. Kriegsbögen. Das war falsch. Sorry. Ein Säbel, der kann jetzt auch endlich mal weg. Außergewöhnliche Keule brauchen wir auch nicht. Gute Jagdbögen können weg. Kriegsbögen. Beile, gute können weg. Außergewöhnliches Kriegsbeil behalten wir mal. Guter Zweihänder kann weg. Gute Mordaxt. Eigentlich alles, was so gut ist, wie diese Mittelschilde hier. Gute Pike kann auch weg. Guter großer Schild. Die können alle weg. Gute Armbrust, guter Dolch. Außergewöhnliche Donnerbüchse behalten wir mal. Außergewöhnlicher mittlerer Schild. Kann weg, wir haben so viele Schilde und wir haben nur Edda, der Schilde benutzt. So. Rüstungen.
Lederrüstung kann weg. Außergewöhnliche Robe, gute Robe können auch weg. Gute Rohhautrüstung kann weg. Guter Gambosson kann weg. Gute Brigandinen können alle weg. Guter Plattenpanzer kann auch alles weg. Außergewöhnlicher Plattenpanzer behalten wir mal. Guter Schuppenpanzer kann auch weg. Guter Brustharnisch und auch die guten Lederrüstungen können alle weg. Wir haben nämlich... Ach, das ist auch eine gute. Die hat aber Intellekt, also behalten wir die mal. Gute Kettenrüstungen können auch weg. Außergewöhnlicher Brustharnisch. Guter Schuppenpanzer. Davon kann auch mal einer weg. Außergewöhnliche Lederrüstung bleibt mal. Genau wie die Kettenrüstung und das hier. Und dann können hier die ganzen sinnlosen Hüte weg und Umhänge auch. So. Da wollten wir nichts weg, aber hier. Die hier weg. So. Jetzt kriegt er noch genau 1135 Gold von uns. Yay. Und wir sind den ganzen Mist losgeworden. So, das heißt, du bist schon außergewöhnlich. Okay, dich können wir nicht weiter verbessern. Dich können wir hervorragend machen, wenn wir Flugdrachenaugen hätten. Na gut. Deine Rüstung könnten wir aber auch nicht außergewöhnlich machen. Und hervorragend können wir sie auch nicht machen, weil wir keine Adra-Drachenschuppe haben. Okay. Dasselbe geht eigentlich übrigens auch für dich, oder? Jo. Für außergewöhnlich bräuchten wir Saphire. Und Vitrak-Hirne haben wir aber schon. Was ist mit dir? Deine ist nur gut. Oh, wir können sie außergewöhnlich machen. Ja. Und wir könnten ihr noch Macht 2 geben. Pilgerkrone oder Verfassung 2. Hm, Verfassung 2, das klingt gut. So. Mhm. Stimmt eigentlich, was ist mit dir und mit der Verfassung? Wir haben Wahrnehmung 2, okay. Und du hast Verfassung 1, Macht 2 können wir nicht machen. Maximal Anzahl der Verzauberungsrüstung heiliger Krieger erreicht. Achso, das braucht 4. Warum auch immer. Beweisen. Okay. Wir können es höchstens wahrscheinlich noch hervorragend machen. Gut. Was ist mit deinem Bogen? Den können wir nicht hervorragend machen. Außergewöhnlich ist er schon. Können wir deiner Rüstung noch was hinzufügen? Nein. Was ist mit deiner Rüstung? Hat es auch schon? Und deinem Bogen? Der ist auch schon hervorragend. Dein Zepter ist außergewöhnlich, okay. Aber deine Lederrüstung, die könnten wir außergewöhnlich machen. Und dir Gewandtheit geben. So. Sehr schön. Also ist auch irgendjemand irgendetwas, was wir verbessern können sollten. Wir haben auf jeden Fall die Triche, die mal weg können. Und der Hammer, der kann auch weg. Das war von Versehen. Nö. Aber wir haben groß eingekauft und verkauft. Also an Edelsteinen mangelt es uns jetzt mal nicht. Jetzt fehlen eigentlich nur noch wirklich die anderen Sachen. So, Erbhügel. Reisen wir zum Erbhügel, speichern dort. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Obwohl ich schon längst wieder überzogen habe. Naja, gibt es eine zusätzlich etwas kürzere Folge.
Aber das Kopfgeld will ich erst in der nächsten Folge machen. Ich laufe nur bis zum Turm und dann sehen wir weiter. Der Erdhügel ist übrigens immer noch verlassen, so wie er aussieht. Und da ist voller Nebel. Walters Mausoleum, Walters Herrenhaus, Ikantas Herrenhaus. Ja, in den Turm hier müssen wir wieder mal rein. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt hier mal. Das ist jetzt 29, LP 29, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.